Hi Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog, und zwar was die LS17 Community Server betrifft, wo ihr euch bewerben könnt und so weiter, wie das Ganze ablaufen wird, was auf euch zukommt und. So sieht's erstmal aus. Das nächste ist, erstmal noch vorweg, wie gesagt, im Hintergrund ein kleines Shakes and Fidget Gameplay. Das ist ein kleines produktplatziertes Video, das heißt, ich bekomme eine kleine Entlohnung dafür. Genauere Infos dazu nochmal in der Videobeschreibung, wenn ihr euch für Shakes and Fidget interessiert. Könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung sehen, welche Welt wir spielen, wie ihr euch anmelden könnt und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich kostenlos. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, LS17, die Server und das Gameplay. Da muss ich mal direkt hier mein Okular wieder zur Hand nehmen. Natürlich möchte ich erstmal vorher noch was anderes sagen. Und zwar möchte ich erstmal meinen Hut ziehen und möchte erstmal ganz großes Dankeschön an alle, ja, die da draußen sind, die mich unterstützen, die jeden Tag die Videos schauen und so weiter, die einfach jeden Tag ihre kostbare, wertvolle Zeit, denn Zeit ist leider aktuell, muss man sagen, oder war es auch schon immer, das kostbarste und wertvollste Gut, das Gut, was man für kein Geld der Welt wieder gut machen kann und so weiter und so fort, beziehungsweise sich kaufen kann oder irgendwas. Ja, aber im Großen und Ganzen soll es ja jetzt nicht darum gehen, sondern einfach auch mal das Dankeschön an den 12 Stunden Livestream, den wir eben hatten für die ganzen Unterstützer. Es gab wieder so ein kleines Ziel und das haben wir auch an dem Abend wieder erreicht, und es war der absolute Wahnsinn, und ich bin jedes Mal einfach nur beeindruckt, wie, ja, viele tolle Leute es da draußen gibt, und deswegen einfach mal ein ganz großes Dankeschön dafür. Ja, LS17, ich habe hier auf meinem Monitor gerade so mal das Bewerbungsformular offen, was ihr übrigens auch unten in dem unten in der Videobeschreibung findet. Dort dieses Bewerbungsformular, das klickt ihr einfach mal an und dann kommt ihr direkt zum offiziellen Bewerbungsformular für den LS17. Es ist so, wir werden verschiedene Community-Server stellen und es werden auch mehrere Community-Server sein, deswegen bewerbt euch, weil bei 16 Leuten ist nicht Schluss, aber es gibt ein paar Regeln und ein paar Sachen, die ich jetzt einfach mal ganz kurz hier ansprechen wollte, was uns wichtig ist. Wichtig ist erstmal, dass ihr eure E-Mail-Adresse angebt, dass wir euch kontaktieren können, dass ihr uns euren Namen nennt, also es reicht natürlich der Vorname, es muss nicht der volle Name sein, aber wer das möchte, es bleibt streng vertraulich natürlich bei uns, wir geben da auf gar keinen Fall irgendetwas weiter oder sonstiges. Ganz wichtig ist, dass ihr Skype habt, also zwei Faktoren wieder, Skype und Teamspeak, ne? Skype ist ganz wichtig, weil wir eine Skype-Konfi wieder erstellen werden, wo alle reinfliegen, wo wir auch selber drin sind, und man muss dazu sagen, wo auch die wichtigen Infos kommen und so weiter und so fort, oder eben, ne, wenn es was gibt, du und so weiter. Teamspeak wäre auch ganz schön, denn es gibt wieder extra Channel bei uns auf dem Teamspeak-Server, wo ihr euch dann aufhalten könnt, die dann auch naja, es gibt verschiedene Ebenen, dazu komme ich gleich, also teilweise passwortgeschützt eben sind. Natürlich wollen wir wissen, warum wollt ihr am Community-Projekt bzw. auf unsere LS17-Server. Wir stellen die für die Community. Klar ist es zum Spielen gedacht, aber einige von euch wissen, wir haben das auch im 15er schon gemacht. Es hat mega viel Arbeit gemacht und es hat natürlich auch sehr viel Stress gegeben teilweise. Und es gibt immer Leute, die eben trollen. Es gibt immer Leute, die den Miesepeter spielen müssen. Und das ist eben das Problem. Und deswegen werden wir einfach auch niemanden mehr akzeptieren, der einfach so, ja, ich habe hier Bock auf euren Server ein bisschen abzuchillen und abzuhängen. Ey, hab ich Bock, ne? Hier so, ey, die Kartoffeln, ey, und die Zuckerrüben, ey, hab ich Bock überall hinzukippen, ey. Und den Leuten, ey, weißt du, so die Arbeit zunichte zu machen. Und ja, weil ich komme in dein Dorf, ey, ich brenn dein Dorf ab, ey, und so, ne? Weißt du, auf solche Leute haben wir einfach keinen Bock. Die wollen wir nicht haben und die wollen wir noch viel weniger auf unseren Servern haben. Und deswegen einfach möchten wir von euch wissen, warum ihr gerne auf unsere Server möchtet und was ihr vielleicht auch bieten könnt. Seid ihr eine Bereicherung für die Server und so weiter und so fort, ne? Das ist ganz wichtig. Wer dann eben nur ein, zwei Sätze schreibt, der wird halt auch keine Antwort kriegen. So einfach ist das. Ja, lasst euch einfach was einfallen, seid ein bisschen kreativ, immer raus, ihr müsst nicht ihr irgendwie uns Honig um den Mund schmieren oder sonstiges, totaler Nonsens, einfach so frei raus, so wie ihr seid, einfach irgendwie cool, vielleicht auch ein bisschen lustig oder was auch immer, also wie gesagt, ne, immer easy peasy lemon squeezy. So, dann gibt es eigene Regeln, dazu wird es noch ein extra Video geben,
was auf dem Server, also wie gesagt, für Regeln herrschen. So, das ist ganz klar. Es ist, man kann nicht alles zu 1000% in Regelwerk immer zusammenfassen. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die man nicht bedenkt oder nicht bla bla bla. Und deswegen, oder beziehungsweise dieser Passus mit den Regeln, der wird dann später noch dazukommen, werde dann das Skype-Config kriegen oder sonstiges für die Leute, die einfach angenommen sind. Werden wir dann einfach adden. Ja, wer natürlich kein Skype hat, den können wir nicht adden, der kann ja nicht teilnehmen. Tut uns dann auch leid. So, das erstmal zu diesem Bewerbungsformular. So wird das aussehen. Ich persönlich habe den Vorschlag gemacht, dadurch, dass wir mehrere Community-Server haben werden, wird es verschiedene Ebenen vielleicht auch geben auf den Community-Servern. Es gibt Server, die haben ein ganz normales Passwort. Das Passwort bekommt ihr dann. Dann könnt ihr auf den Servern spielen. Es gibt im TS einen eigenen Bereich und bla 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 und so weiter und so fort. Aber diese Server werden wir nicht hundertprozentig von irgendwelchen Trollen oder sonstiges beschützen können. Und deswegen wir haben auch ein Admin-Team, ne, das möchte ich gleich noch vorneweg sagen, die werden natürlich die werden da auch ein Auge drauf haben, und wenn der irgendeine Scheiße baut, dann werden die das natürlich sofort ahnden. Ne, die müssen uns ja nicht jedes Mal anschreiben oder sonst irgendwas, die können ja schon selbst agieren. Und es ist eben so, dass dann wirklich die Leute, wo man merkt das einfach, wo man dann merkt, die spielen ordentlich, die wollen wirklich den LS spielen, die wollen ein bisschen chillen, die wollen da was machen, die wollen da was schaffen und erreichen und alles. Und die wollen suchen vielleicht auch so ein bisschen die Gemeinschaft, ein paar neue Leute kennenlernen und einfach mit denen zusammenspielen, ab und zu mal mit uns. Ja, für die wird es dann, sage ich mal, wieder Server geben, die noch besser abgesichert sind. Also die Server sind dann komplett abgeschirmt. Da gibt es einen TS-Bereich, der ist passwortgeschützt, den haben auch nur die Leute. Dann gibt es, die Server sind extrem passwortgeschützt, das Passwort auf den Servern wird regelmäßig geändert und so weiter und so fort. Das ist eine extra Skype-Konfi, wo die dann drin sind. Sollte das Passwort dann irgendwann mal weitergegeben werden, wird das Passwort innerhalb von kürzester Zeit geändert und jetzt verlassen alle den Server so lange, bis wir wissen, wer das Passwort weitergegeben hat. Also da, wir halten absolute Diskretion, was das betrifft, und deswegen möchten wir auch, erwarten wir auch das Gleiche eben dann von euch. So, und wie gesagt, und das sind dann die Server, wo man wirklich, also wo man auch sagen kann, wenn es größere Gruppen gibt oder sonstiges. Und ja, wir hoffen einfach, dass das Ganze gut gehen wird, weil Community-Server sind immer so eine Sache. Ich habe schon verschiedene Community-Projekte gemacht. Das Problem ist immer, wenn viele verschiedene Charaktere aufeinanderprallen, dann ist es natürlich immer etwas schwierig. Ich habe natürlich etwas ganz Wichtiges vergessen, und zwar das Ganze ist ab 16. Ja, eine Altersbegrenzung schmeiß mal rein, und zwar ab 16 Jahren, und es tut so unendlich leid für alle, die vielleicht jünger sind und eben gerne mitspielen würden oder sonstiges. Wir würden euch bitten, da auf jeden Fall weitgemäße Angaben zu machen. Wir werden das gegebenenfalls auch überprüfen, und wenn wir es nicht überprüfen können, dann werden wir es und sind uns nicht sicher, dann werden wir diejenigen halt eben auch nicht drauf lassen. So, und ja, wie gesagt, also das haben wir uns jetzt einfach mal als Altersgrenze gesetzt, 16 Jahre, und ja, seid nicht sauer, wenn ihr da jetzt, ich glaube auch, dass manche wirklich ganz ordentlich sind und so weiter und ordentlich spielen und überhaupt nicht, aber das Problem ist, wenn wir schlechte Erfahrungen gesammelt haben, dann war das halt immer mit den sehr, sehr Jungen, also nicht ausschließlich, aber, und glaubt mir, ich habe halt schon ein paar Community-Projekte gemacht, gerade Minecraft-mäßig, LS-mäßig und so weiter und so fort, und ach, es waren immer Leute dabei. Weißt du, man muss immer zwei Seiten der Medaille sehen, man muss auch mal uns sehen, die dann, wir haben mega viel Arbeit damit, das ist wirklich viel Arbeit, es ist viel Zeit, viel Aufwand, wir sind froh, dass uns einige Leute das abnehmen, ja, und deswegen, wir versuchen da wirklich was zu ermöglichen für euch, versuchen da kostenlos Server zu stellen und alles, und dann bitte, benehmt euch einfach auf dem Server. Das ist alles. Wir wollen einfach nur, dass ihr euch benehmt auf den Servern. Und ich denke, es ist nicht zu viel verlangt. Und ich denke, es gibt auch ultra viele Leute aus der Community da draußen, die einfach, mit denen das kein Problem ist. Ich bin mir sicher, dass das da problemlos ablaufen wird. Ne? Aber, immer wieder halt die kleinen Trolle. Muss ja nicht mal aus der eigenen Community sein, manchmal kommen die auch aus anderen Communities und denken dann immer abrollen zu müssen, weil sie den YouTuber da cooler finden oder was weiß ich. Das ist alles Quatsch und bla bla bla. Ne? Das spricht eben dann für unreif. Aber so sieht's erstmal aus. Ich überlege gerade, ob ich jetzt irgendetwas sehr Wichtiges vergessen habe. Achso, wenn die Frage wieder kommt,
falls die, oder die Frage wird ja bestimmt kommen, und zwar betreffend, wird es wieder so CNC-Admins geben? Also wird es Admins geben? Irgendjemand muss ja auch mal als Admin irgendwelche Rechte auf den Server haben, ne? Sonst kann man keine Zeit verspulen, man kann nichts und bla bla bla. So, keine Sachen kaufen, verkaufen und so weiter und so fort. Und ja, natürlich wird es die wieder geben, aber auch das werden unsere Head-Admins dann entscheiden und wir, wer das eben sein wird und so weiter und so fort. Das Ganze immer unter einer kleinen Bewährungsprobe, die natürlich zeitlich nicht bekannt gegeben wird, wie lange die dauert. Weil, na klar, wenn ich jetzt sage, naja, hier, wir schauen uns das mal eine Woche an, ob das passt oder nicht, ist es schnell eine Woche zusammengerissen und dann, ja, nach der Woche Halligalli Drecksdorf heißt. Ja, aber da würden wir uns freuen, wenn wir da einfach ein paar coole Leute auch hätten, die uns da natürlich auch zur Seite stehen und unterstützen. In diesem Sinne, denke ich, ist erstmal alles zu den Community-Servern gefragt. Es gibt zurzeit ultra viele Infos, ultra viele News zum LS17. Man merkt einfach, es ist eine Woche vor Release. Und am Donnerstag kann ich euch sagen, wird zu 100% noch eine Info kommen. Mit der Livestream-Ankündigung. Und von daher, schauen wir einfach mal. Ne? Es wird sehr interessant, es wird spannend, es wird etwas anders dieses Jahr beim LS17 und lasst euch da einfach mal überraschen. Ich bin erstmal raus, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Infos sind gut rübergebracht. Lasst das Däumchen da, wenn ihr das Community-Projekt cool findet und auch dabei sein wollt und alles. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Manus. Tschüss!